Christoph hat uns ins Seeschlösschen eingeladen. Morgen. Das wollte ich dir sowieso noch sagen. Ich würde mich freuen, wenn du auch kommen könntest. Wir können uns doch morgen über alles in Ruhe unterhalten. Morgen? Ja, bei der Verlobungsfeier. Hat Ihnen Julia nichts gesagt? Mich in Ruhe. Was auch immer du hast, aber die Puppen können bestimmt nichts dafür. Nein, die Puppen können bestimmt nichts dafür. Also den Film muss ich unbedingt nochmal sehen. Die Action-Szene, wo der Typ mit dem Auto quer durch das Restaurant heizt. Hör mal, die war echt klasse, oder nicht? Ist schon klar, dass dir das gefallen hat. In Caracas habe ich mal so eine ähnliche Geschichte erlebt. Da saß ich in so einem Fastfood-Laden. Lass uns erst mal was bestellen. Ja, ich habe nämlich furchtbar einen Durst. Ich auch. Na? Also, was darf ich deinen Ladies bringen? Meinen Ladies? Was soll das denn heißen? Jetzt tu doch nicht so. Hey, komm, du hast es doch auch genossen, dass alle dich angeguckt haben. So, mit zwei Mädels. Schon gut, bestellt euch, was ihr wollt, ich lade euch ein. Echt? Klar! Prima, dann nehme ich eine Altbierbude. Und du? Für mich das Gleiche. Und ich nehme eine Coke. Okay. Wieso dann heute so großzügig? Na hör mal, das ist doch selbstverständlich. Ich meine, in Caracas ist das ganz normal, dass man die Senoritas einlädt. Ja. Hast du denn überhaupt genügend Geld? Gina, was ist das für eine Frage? Naja, sonst bist du doch auch immer knapp bei Kasse. Gina, bitte. Man wird ja wohl mal fragen dürfen. So, Dille. Zweimal Altbierbowle. Danke. Und eine Cola. Danke. Danke. Ich esse also gerade meinen Hamburger in diesem Fastfood-Laden in Caracas. Wartet mal. Habt ihr auch Bock auf Erdnüsse? Ja, wieso nicht? Ich hole gerade welche. Einen Moment. Aha. Sophie? Hm? Eine Packung Erdnüsse, bitte. Sag mal, könntest du die Getränke und die Erdnüsse vielleicht anschreiben? Ich bin momentan ein bisschen klamm. Ach, aber die beiden einladen, ne? Bitte. Ist okay. Danke, bist ein Schatz. So, Mädels, da bin ich wieder. Und jetzt kann ich euch endlich die Geschichte erzählen. Ich sitze also in diesem Fastfood-Laden in Caracas. Hallo, mein Schatz. Hi. Oh, das klingt ja nicht gerade sehr. Was ist hier denn los, sag mal? Gottes Willen, was ist denn da passiert? Das sind ja Eckis Puppen. Hast du die kaputt gemacht? Quatsch! Das hat er selber gemacht. Warum hat er das denn gemacht, Mimitzwin? Ich weiß auch nicht. Als ich eben nach Hause kam, hat er wie wild auf die beiden eingedroschen und sie auseinandergepflückt. Was ist mit ihm los? Keine Ahnung. Er war beim Tanzen auch schon so komisch. Ist einfach abgehauen. So ganz ohne Grund? Ja, ich habe mit dem anderen getanzt. Aber nur einen einzigen Tanz. Da ist ja wirklich nichts dabei. Sag mal, könnte das sein, dass der junge Mann eifersüchtig ist? Ja, natürlich. Er hat sich in dich verliebt. Also ich habe ihm auf jeden Fall keinen Anlass dazu gegeben. Ich meine, ich mag ihn ja wirklich sehr gern. Aber mehr ist da auch nicht. Immerhin hast du ihn überredet, dass er während der Ferien hier bleibt. Aber ich konnte doch nicht ahnen, dass er sich in mich verknallt. Ich dachte, wir sind nur Freunde.
Dann musst du mit ihm reden. Ja, was soll ich ihm sagen? Das Gleiche, was du uns gesagt hast. Nur etwas behutsamer und freundlicher. Hey, was hältst du davon, wenn wir mal einen Weekend-Trip nach Berlin machen? Wie kommst du jetzt da drauf? Da steigt der East-West-Rave mit DJs aus New York, London, Moskau. Hier. Hört sich ja gut an. Ah, das ist die Gelegenheit. Ich war noch nie in Berlin. Und wann steigt es? Ah, Freitag bis Sonntag. Dann brauchen wir aber auch ein Hotel. Quatsch. Wir tanzen durch. Na, ohne mich. Also ich halte das nicht durch. Na gut, mit Hotel. Aber dann wird's natürlich teurer. Der Rave alleine kostet schon 150 pro Nase. Eine billige Pension dazu um die 80 pro Nacht. Das wären bei zwei Nächten 160. Ja, und dann kommen noch die Fahrtkosten dazu. Dann kommen wir bestimmt auf 700. Na und? Wann komme ich schon mal nach Berlin? Mit dir? Zu einem Mega-Rave. Ja, aber wenn wir das Geld nicht haben? Wer sagt das denn? Ja, kannst du dir einfach mal so 700 Mark aus dem Ärmel schütteln? Nein. Aber ich kann das Geld bestimmt auftreiben. Immerhin haben wir ja noch zwei Tage Zeit. Na? Fantastisch. Tim, das sagst du bei jedem Kleid. Aber das erleichtert mir wirklich nicht die Entscheidung. Dann darfst du mich nicht fragen. Na gut. Also, das sind jetzt erstmal alle meine Caradonna-Modelle von Barbara. Ich konnte natürlich gucken, was ich sonst noch so da habe. Wie du meinst. Und notfalls kaufen wir halt noch eins. Bei deiner Mutter kriegst du sicher Familienrabatt. Klar, ich könnte auch ein Kleid von Ninia Clarisse anziehen. Nee, aber ich will Barbara die Freude machen. Sag mal, meinst du nicht, dass Clarissa vielleicht beleidigt ist, wenn du ein Kleid von Barbara trägst? Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Naja, aber sie hat doch Augen im Kopf. Aber sie kann doch nicht hell sehen. Wieso hell sehen? Na, sie kommt doch überhaupt nicht zu unserer Verlobungsfeier. Nicht? Nein. Christoph setzt sich nicht mit ihr an einen Tisch. Und Arno und Barbara wollen sie bestimmt auch nicht dabei haben. Scheiße, ich Idiot. Wieso? Sie war gestern bei mir in der Pension und da habe ich sie eingeladen. Du hast was? Hi. Hi. Wir sind gleich wieder weg. Ich wollte nur eben ein Kleid holen. Kein Problem. Ich konnte doch nicht ahnen, dass ihr deine Mutter nicht dabei haben wollt. Nein. Das hätte ich dir natürlich sagen müssen. Ecki, wo willst du denn hin? Ich... Das geht dich gar nichts an. Ich frag doch nur, ich meine... Ich will hier nicht rumhängen, falls der süße Typ aus der Tanzschule nachher vorbeikommt. Nachher vermassel ich dir noch die Tour. Herein! Hi! Hi! Sag mal, Anna, hast du eine Ahnung, was die Bahn nach Berlin kostet? Nee, wieso? Ich will mit Gina zum East-West-Rave. Echt? Ja. Aber leider bin ich fast so pleite wie Theo Weigel. Ja, aber Lokalrunden schmeißen. Wenn es nur um die paar Kröten ginge. Aber für so einen Weekend-Trip, da braucht man schon ein bisschen mehr Kohle. So, wie viel denn? Ja, so an die 700 Mark. Was? Ja. Eintrittskarten, Bahn, Hotel, Essen, Trinken. Wie wär's denn mit Jugendherberge, mit Fahrzentrale und Fasten? Nichts dagegen, aber dann komme ich immer noch auf über 500. Also 50 Mark könnte ich dir gerade noch leihen, aber das ist auch schon alles. Das bringt mir nichts, damit komme ich auch nicht weiter. Tja, da bleibt wohl nur noch eins. Nein. Ich soll arbeiten? Ja, wieso nicht? Aber wo? Und als was? Hör mal, du bist doch so ein Multitalent. Ja genau, frag doch mal Arno, vielleicht hat der ja was. Hey, genau. Ich könnte Maurer werden oder ich verlege Fliesen.
Lach nicht. Damals in Caracas habe ich mal auf dem Bau gejobbt. Und ja, schon okay. Spar dir den Rest für Arno. Den interessiert das mit Sicherheit mehr als mich. Bin ich in der falschen Firma? Hat Ihnen meine Sekretärin nicht Bescheid gesagt? Nein. Weshalb? Sie haben ein Vorstellungsgespräch. Ach, mit wem? Mit mir. Und als was bewerbe ich mich? Dein Sessel gefällt mir zwar ganz gut, aber ich denke, fürs Erste lasse ich ihn noch dir. Das finde ich so nett von dir. Ja, ich will klein anfangen. Vielleicht als Aushilfe auf dem Bau oder hier als Bürobote. Es tut mir sehr leid, mein Junge, aber ich kann dir leider nicht helfen. Jedenfalls nicht mit deinem Job. Wozu brauchst du denn das Geld? Gina und ich, wir wollen nach Berlin. So eine Art Kulturreise, weißt du? Museen, Theater, Oper, Konzerte. Verstehe. Und was soll die Kultur kosten? Ja, so um die 700 Mark. 700 Mark? Ja, ja, ich will für das Geld ja arbeiten. Einen Teil muss ich jedenfalls noch zusammenkriegen. Ramon, ich würde dich gerne beschäftigen, aber im Moment besteht überhaupt kein Bedarf. Soll ich dir das Geld leihen? Nein, nein. Ohne Job kann ich dir eh nie zurückzahlen. Ja. Ah, hätte ich fast vergessen. Hier. Das ist für dich. Für mich? Ja, von deiner Mutter. Aus irgendeinem Grund haben sie es hier abgeliefert. Danke. Hallo, du musst dich sofort umziehen, dann schaffen wir es vielleicht gerade noch. Oh, hallo, ja. Ramon. Hi. Ja, das Vorstellungsgespräch, junger Mann, ist hiermit beendet. Okay, Boss. Vielleicht ein andermal, ja? Tschüss. Ciao. Auf euer Wohl. Danke. Und auf einen schönen Abend. Und dass wir bald das nächste Fest feiern können. Oh, damit lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Naja, so ein paar Wochen gebe ich dir nach. Ich frage mich, wie der Julia mal ernähren will. Das wollen wir hier nicht diskutieren. Ach, übrigens, Arno hat gerade angerufen. Er kommt mit Susanne direkt aus dem Büro. Sie kommen ein paar Minuten später. Mhm. Macht nichts. Hauptsache, sie kommen überhaupt. Guten Abend. Was willst du hier? Meinen herzlichsten Glückwunsch, ihr Lieben. Ich freue mich also für euch. Danke, Mama. Es hat dich niemand eingeladen. Da bist du aber schlecht informiert. Tim, der gute Junge, weiß, was dich gehört. Machst du mir noch eins? Noch eins? Ist das schon das sechste? Ich kann selbst sehen. Ich meine ja bloß. Du willst doch nachher noch zu der Verlobungsfeier, oder? Ja, ich feiere nachher noch ein bisschen Verlobung. Hast du dafür nicht langsam ein bisschen viel Intus? Nein, Sophie. Wenn ich hier kein Bier bekomme, dann bekomme ich es woanders. Also was ist, machst du mir noch eins? Geht dir die Verlobung so an die Nieren, dass du dir hier eins nach dem anderen reinpfeifen musst? Nein. Warum sollte mir die Verlobungsfeier an die Nieren gehen? Ich trinke, weil ich mich für die beiden aufrichtig freue. Julias Hochzeit wird wohl die letzte große Familienfeier der von Anstettens auf Friedenau sein. Ja, ist schon bitter, so ein Anwesen aufzugeben. Wo bleiben eigentlich Jan, Susanne und Arno? Sie sind bestimmt jeden Augenblick hier. Okay. Na, was sagst du? Entschuldigt bitte die Verspätung. Guten Abend zusammen. Wir wollten gerade anfangen. Als hätten wir es gehabt. Jetzt noch mal offiziell. Alles, alles Gute, Julia. Danke, Susanne. Ich schließe. Toll. Vielen Dank, mein Schatz. Okay. Setzt euch doch bitte. Ja,
Und, bist du immer noch so begeistert von deinem zukünftigen Schwiegersohn? Larissa, bitte nicht jetzt schon wieder. Na, noch kann man ja alles abblasen. Zum Glück sind sie noch nicht verheiratet. Hm? Bevor es losgeht, möchte ich mich bei euch allen ganz herzlich bedanken. Abend allerseits. Jan, mein Junge, komm, setz dich. Na, wie war's? Willst du dich nicht zu mir setzen? Ecki, bitte. Lass uns miteinander reden. Wozu? Weil wir Freunde sind. Und Freunde reden nun mal miteinander, wenn sie Probleme haben. Oder sind wir keine Freunde mehr? Ich meine, ich kann doch mit einem anderen tanzen, oder? Aber das heißt doch nicht, dass wir keine Freunde mehr sind. Aber ich war dir peinlich. Du hattest Angst, der andere denkt, ich wäre dein Freund. Ich meine, dein richtiger Freund. Es war mir nicht peinlich. Ich will nur nicht, dass jemand sowas denkt, weil es einfach nicht stimmt. Ecki, bitte, dieser Junge sieht gut aus. Ja, er ist mein Typ, aber deswegen ändert sich doch zwischen uns nichts. Hör doch auf. Du bist wirklich sehr wichtig für mich. Du bist mein Freund, mein bester Freund. Selbst wenn ich was mit diesem Jungen hätte, dann wären wir immer noch befreundet. Und wenn ich mit so einem lang nicht mehr zusammen bin, dann sind wir immer noch Freunde. Aber ich wäre auch gern so wie dieser Typ. Ich wäre gern der, auf den du so richtig stehst. Dein Freund. Und nicht dein Kumpel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was jetzt in dir vorgeht. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich kann an meinen Gefühlen zu dir nichts ändern. Ich hab dich wirklich sehr gern. Aber ich liebe dich nicht. Wenn man heute vernünftiges Fleisch bekommen will, dann muss man seine Quellen haben. Woher beziehen Sie denn Ihr Fleisch? Woher beziehen Sie denn Ihr Fleisch? Also ich, guter Freund, ich kaufe mein Fleisch immer noch. Was ist denn los mit euch hier heute Abend? Warum seid ihr nur so stocksteif? Was ist hier eine Beerdigung oder was? Ja, freut ihr euch denn gar nicht, dass unsere Julia heiraten wird? Jan, bitte reiß dich zusammen. Ich hätte das gedacht, dass sie dich mal so einnimmt. Jan! Ausgerechnet so ein Verlierertyp. Jetzt sei endlich still, Jan! Gero wäre schon klasse gewesen. Weißt du, Gero, der wird ja immerhin mal Arzt. Aber nein. Dein Sohn, liebe Barbara, der muss ja schwul sein. Jetzt ist es genug, ja. Und auch Alex, dieser Psychopath, der wäre auch klasse gewesen. Denn der erbt ja mal die Fassade von seinem alten Herrn. Ja, komm, steh auf. Komm, wir gehen los. Du, der eine schwul und der andere irre. Ne? Und der ist so nichts zu gebrauchen. Ja, setz dich doch mal hin. Immer schön alles unter den Teppich kehren, ja? Aber nicht mit mir. Ich hab nämlich die Schnauze voll von euch. Versteht ihr mich, ja? Entschuldigt bitte, aber ihr seht. Ich alle so am Arsch lecken. Kathi? Ja? Danke, dass du eben so oft mit mir geredet hast. Du hast ja recht. Du kannst nichts dafür, dass ich mich in dich... Naja, dass ich eben etwas anderes für dich empfinde, als du für mich. Ziemlich blöde Situation. Ich meine, wenn wir mal zusammen weggehen und ein anderer Typ quatscht mit dir, dann bin ich eben eifersüchtig. Ich kann das nicht einfach abstellen. Es wird schon irgendwie gehen.
Es wird nicht gehen. Und deshalb kann ich auch nicht mehr hierbleiben. Was? Ich gehe so bald wie möglich nach Stralsund. Es ist besser so. Wir bleiben Freunde. Aber ich muss jetzt erstmal weg. Du bist schon ein toller Typ. Ich wünschte, ich könnte mich in dich verlieben. Den Schlüssel hier. Verpiss dich. Du kannst nicht mehr fahren. Das werden wir sehen. Mach keinen Scheiß! Komm, Jan, hör auf. Es ist alles okay. Wir rufen uns. Halt dich da raus, ja? Das gibt's schon her. Bitte, ich will nicht, dass du so fährst. Verstehst du? Ich meine, es kann viel zu viel passieren, bitte. Na und? Das kann dir doch wohl egal sein. Hör doch auf mit der Scheiße, bitte, Jan! Komm hier. Jan! Na, wie findest du die? Mh, schön. Ethno-Look. Ist ja innen im Moment. Hat mir die Mutter von Ramon geschickt. Mhm. Die hätte uns lieber ein paar Hunderter schicken sollen. Ramon. Ist doch wahr. Wenn wir nach Berlin wollen, brauchen wir dringend Kohle. Mhm. Ihr wollt nach Berlin? Ja, wir überlegen, ob wir zum East-West-Rail fahren. Und wie kommt ihr hin? Das wissen wir noch nicht. Vielleicht mit der Bahn. Er kommt drauf an, wie viel Kohle wir zusammenkriegen. Ihr könnt ja auch trampen. Au ja, tolle Idee. Oder vorher ein bisschen arbeiten. Daran habe ich auch schon gedacht. Arno habe ich schon gefragt, der hat im Moment nichts. Warum fragst du nicht mal im Off-Limits? Was? Ich könnte eine Aushilfe gebrauchen. Echt? Ja. Ich möchte auch mal wieder ein paar Schichten frei machen. 13 Mark die Stunde? Na super! Ja, am besten fange ich sofort an. Bei 13 Mark die Stunde könnte ich bis übermorgen noch rund 600 Mark machen. Was? Naja, wenn ich 48 Stunden durcharbeite. Allerdings verpenne ich dann den Ray. Dann würde ich doch lieber mit einer kurzen Schicht anfangen, Ramon. Zum Schlafen müsst ihr nicht nach Berlin fahren. Das könnt ihr hier genauso gut haben. Und billiger. Du bist doch stockbesoffen, Mann! Ey, lass die Finger weg! Jetzt lass den Scheiß! Du sollst die Finger wegnehmen, ich warne dich! Jetzt werd endlich vernünftig, Mann! Okay, dann fährst du eben mit.